und herzlich willkommen zu Garmin Good Talks in der Podcast, Männer. Ich bin der Rale und bei mir ist der MacPaul. Ja, wie immer, oder? Sehr regelmäßig. Sehr regelmäßig, ja. So, und oh heute Gott, haben wir zwei kurze Blechern, Themen. Blechern. What the fuck? Warte, jetzt hau ich bei mir mal kurz eine, wie ich mich anhöre. Test? Verdammt, ich höre mich nicht. Noch schlimmer. Na eh. Warte, ich habe die Box ja leiser gemacht. Troubleshooting in real life? Na, ich bin nicht blechern. Okay, na, bei also, mir ist es gerade wieder so blechern. Ja, das ist dann wahrscheinlich einfach Skype. Skype kackt ab. Jo. Ja, in Discord waren jetzt zum Beispiel keine Probleme. Wir sollten echt einfach ein starres Bild deine tun und Discord nein. Nehmen. Ja, aber das ist auch so fad. Ich meine, ich sehe nur ein starres Bild von dir. Es ist so fad. Ich freue mich immer, wenn wir zu dritt sind, dann sehe ich zumindest den Christian. Ja. Obwohl, du könntest jetzt auch die normale Webcam für das nehmen. Achso, na warte, du magst jetzt die normale, ja. Die hängt am anderen Rechner. Ja, habe ich schon. Aber ja. Na, wir haben halt zwei kurze Themen. Live Troubleshooting haben wir jetzt eh schon beendet. Wir haben es aufgegeben. Ja, für die. Aber bei mir ist alles okay. Ja. Wir haben zwei kurze Themen, ich sag's zum dritten Mal. Eins davon ist etwas, was völlig an mir vorbeigegangen ist. Obwohl man ja von Venezuela ja mehreres gehört hat. Medien und so, und dass da teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände seien, hin und wieder, und das war ja Venezuela, oder? Entschuldige, wirklich? Ich meine, ich habe jetzt ewig nichts mehr von Venezuela in die Nachrichten gelesen, zumindest in die österreichischen nicht. Und ich weiß, wie viel du Nachrichten liest. Ja. Aber... Deswegen, immer wieder, weiß ich nicht, wenn es alle ein, zweimal im Jahr in die österreichischen Nachrichten schaffen? Ja, nein, eh. Nur jetzt haben sie es halt auf Reddit geschafft, beziehungsweise eigentlich auf Twitter, wo einer sehr zart drüber berichtet. Weil scheinbar kommt der aus Venezuela, der sogenannte Caleb Prime. Ich habe nämlich heute den Twitter-Account ein bisschen angeschaut. Ich wollte es nämlich quer vergleichen. Und es geht nämlich darum, der venezuelische, wie heißt der jetzt nochmal? Bolivar. Bolivar, genau. Der offizielle Bolivar zu US-Dollar-Kurs ist 1 Dollar zu 10 Bolivar. Circa. Also zu, was haben wir jetzt auf 10,09? Das ist ja jetzt einmal nicht so schlecht eigentlich. Gibt schlimmere Währungen. Aber die Regierung von Venezuela verbietet den Leuten, zu dem Kurs bei der Bank zu tauschen. Du brauchst eine eigene Bestätigung, dass du in Bolivar, in US-Dollar, also in Dollar umtauschen darfst und generell in was anderes umtauschen darfst. Deswegen gehen die Leute zum Schwarzmarkt. Da jetzt keiner mehr in Bolivar haben will, ist der Preis am Schwarzmarkt jetzt, dass du bis zu 10.000 Bolivar für einen US-Dollar hertust. Also mittlerweile. Im Post von Reddit ist es sogar noch erst bei 8.000 noch was. Und das ist aber dann das Interessante. Da das Ding jetzt auf 8.000 sonst irgendwas Bolivar für US-Dollar ist. Am Schwarzmarkt, muss man dazu sagen, am Schwarzmarkt. Ist jetzt nachher der Bolivar eine regelmäßig genutzte Währung, was eigentlich offiziell nicht so schlecht dasteht. Sondern nur, wenn Schwarzmarkt halt getauscht werden kann. Mehr wert wie Gold in World of Warcraft. Wo man unendlich viel Gold farmen kann. Vertust du die gerade nicht? Hast du das gerade gesagt? Mehr wert als na, umgekehrt. Gold in World of Warcraft? Umgekehrt. Ja. Weniger wert wie Gold. Also WoW Gold ist mehr wert wie der Bolivar. So, dass wir es einmal richtig sagen. Am Schwarzmarkt. Muss man immer dazu sagen. Weil eigentlich kriegt man für fucking 10... Ich frage mich immer noch, warum die Schwarzmarktleute müssen ja dann einfach leid zu einer US-amerikanischen Bank hingehen und das umtauschen. Oder nicht? Ja, schau dir die Gewinnmarge an. Ja, sicher. Ja. Das werden irgendwelche, vielleicht nicht einmal Venezuela selber sein, sondern
Na, Firmen gehen über den Schwarzmarkt sogar. Ich habe nämlich heute ein bisschen was drüber gelesen. Ja, aber es sind einheimische Firmen. Ja, Firmen gehen zum Schwarzmarkt, tauschen das alles um, gehen zu einer anderen Bank wie zu den Venezuela, holen sich die Kohle und gehen wieder retour. Und dadurch holen sie die Inflation so zart zurück, dass das, was eigentlich so ein Zehner in US-Dollar war, so 100 Bolivar, liegt derzeit sozusagen einfach um, weil es nichts wert ist. Weil du kannst für einen Hotdog auf dem Straßenstand zahlst 10.000 Bolivar. Also ich finde da wieder mal... Ja, ich finde es einfach sehr makaber, persönlich gesagt. Ich finde es sehr makaber und witzig zugleich, weil einfach... Die Nein, es erinnert mich ein bisschen an diese so Hyperinflationszustände, so nach dem Krieg. Also ja, erinnern ist gut gesagt, was man da immer gelesen hat. Das ist auch damit mit der Papiermark, wie sie das schon gesagt haben, verglichen worden. Nur derzeit ist es ja so, wenn man jetzt dann also in Venezuela arbeitet, ist es fast besser, fast den Dollar zahlen zu lassen, sich einen WoW-Account zu holen und dort drin grinden zu gehen, um sich du dann... Man kann es schlussendlich nicht ausholen, deswegen sage ich fast. Du kannst aber derzeit mehr Dollar machen mit einem gescheiten, weil teilweise kriegen die das ja so zusammen, dass sie einen Stundenlohn von 4,5 Dollar zusammenkriegen. Gell? Wenn sie einfach nur Gold in WoW farmen und das in WoW-Tokens ummünzen. Und da ist es sogar noch beschissen, weil du zahlst Echtgeld für einen WoW-Token 20 Dollar. Wenn du einen WoW-Token in Echtgeld umwandelst, kriegst du 13 Dollar außer. Und über das da schaffen sie es nachher noch einen Stundenlohn von 4 Dollar, 3 bis 4 Dollar irgendwo, 4,50, glaube ich, ist das höchste, was ich gelesen habe, irgendwo zusammenzukriegen. Ja. Ich finde das so heftig, so elendiglich heftig. Und wenn sich wenn du die Kohle hättest, nur wirklich aus dem Blizzard Launcher rauskriegen kannst, also dass du jetzt nicht nur das in deiner Blizzard Launcher hast. Naja, du kannst wahrscheinlich. Kannst du dafür nicht Game-Codes oder sowas holen? Keine Codes, du kannst nur direkt das Game holen, jeweils. Ah, okay. Und seitdem jetzt Destiny 2 eben angekündigt worden ist, ist auch der WoW-Token-Preis von seiner, was eben auch noch in die ganze Geschichte mit einspielt, weil Destiny 2 kommt beim Blizzard-Launcher eine und das kann man sich dann eben für Blizzard-Money holen. Und seitdem sie das angekündigt haben, haben die Leute sich WoW-Tokens nach und nöcher gekauft und das dann in Echtgeld umgewandelt, damit sie sich dann über WoW-Kohle Destiny 2 sich kaufen können. Ja. Und sie haben damit am besseren Gold-zu-Dollar-Preis immer noch gemacht wie der Bolivar. es ist heftigst, wirklich. Das finde ich so hart. Weil ich bin halt nämlich auf so einen Währungsrechner gegangen und denke mir mal, okay, schauen wir uns den Bolivar mal an, gell, weil zuerst einmal sozusagen Faktenchecking. Und dann sehe ich da, kann der seine Komma nicht lesen, weil es ist ziemlich genau die Zahl, was er heute noch auf Twitter gepostet hat, da gestanden mit den 10.000 sonst was. Aber das ist halt 10 Komma und dann 4 Stellen danach. Das ist also ein Komma und kein Punkt oder Interrupt, dass man es besser lesen kann. Und die sitzt so da, wie? Dann google ich ein bisschen was und auf einmal, oh, warte, der redet ja immer vom Schwarzmarkt. Einmal Schwarzmarkt schauen. Oh. Ja. Das ist bitterböse. Bitterböse. Ich finde es einfach schlimm für die, also ich finde es von der Gesetzgebung her schlimm, dass du so ein Gesetz einführst. Und ich finde es heftig einfach für die Leute, die was. Gut, aber ja, ich glaube für die Menschen, die jetzt direkt in Venezuela leben, ist das jetzt eher so, buhu, spüre nicht oder weiß ich nicht. Darf ich nicht sagen, weil es kann auch sein, dass die Geschäfte die Preise elendiglich anheben, weil... Ja, aber wie schaut das Gehalt dann aus? Ja eben, die müssen ja von irgendwoher importieren und so weiter. Und das geht scheinbar gerade nicht, wenn man Sport macht, weil die definitiv kein Bolivar wählen, sondern die Wellen in Dollar haben. Ja, dann muss es aber so sein, dass die Gehälter dann dementsprechend steigen, weil sonst
sind alle deine Produkte wieder Ladenhüter, weil sie so teuer sind, dass keiner verkaufen kann. Und du kannst es Ja. aber nicht billiger verkaufen, weil sonst deine eigene Existenz drauf geht. Also da Na bricht eh. gerade das komplette Marktsystem ein bisschen zusammen. Ja, deswegen, aber was man ja zum Schluss gehört hat, so viel Marktsystem, ja, die armen Leute in Venezuela, muss man dazu sagen. Na, es ist wirklich, wirklich heftig. Aber einfach der Fun Fact, dass der Bolivar gerade weniger wert ist wie WoW Gold. Und es steht also schön da. A country under socialism has worse inflation than a game whose currency is created by infinitely spawning enemies. Ja, es ist, ja, sagen wir mal so, schaut für die Leute dort. Ja. Aber, ja, ich will nicht sagen Fun Fact. Es ist halt ein Na, der Fact, Fun wo man Fact, mal dass WoW schmunzeln. Gold mehr wert ist, das finde ich super. Warum das so also Ja. ist, das finde ich nicht super. Deswegen tue ich mir gerade ein bisschen schwer, das als reinen Fun Fact zu betiteln. Es ist definitiv was, was man zum Schmunzeln braucht, dass so ein What the fuck Moment ist. Ja. Mit, oh, wirklich? What the hell? Ja, Oder what the fuck? Wieso? man muss dazu sagen, es ist ja nicht die einzige Währung, wo das der Fall ist. Weil allein schon so ein Zimbabwe-Dollar oder sowas. Da, wo du irgendwie für 2 Dollar ein paar Millionen kriegst, der ist natürlich weit unter dem Preis von WoW Gold. Hey, so kann ich Millionär werden in Zimbabwe. Ja. Und dann bin ich einer von den Ärmsten. Ja, eben. Denkt Obwohl, na, wenn du es wahrscheinlich. lieber so, in Simbabwe sind alles mindestens Millionäre. Ja, Reiches Land, aber gell? die machen ja irgendwie, was ist da teilweise im Monatsding? 2,5 Dollar? Das heißt, wenn du einmal hättest noch so mit. Welcher Dollar jetzt in Simbabwe? Ich glaube, haben nicht Simbabwe auch Dollar? Ja, ich glaube, es war Zimbabwe-Dollar. Ja, Simbabwe-Dollar. Ja. Kannst du gleich mal schauen, wie viel dann jetzt US-Ding umgerechnet da ist. Mag lieber Euro. Ja, Also Euro stimmt stimmt auch. das. Sind aber US-Dollar, damit muss man mit anderen vergleichen. Was ist mit Google los? Warum kann man das nicht mehr die aktuelle Rate? Okay, na, ich habe einen Zimbabwe-Dollar schon. So ein Zimbabwe-Dollar ist ein US-Dollar sind 361 Zimbabwe-Dollar. 362. Wow, das ist gar nicht so schlimm. Naja, sie haben, glaube ich, früher einfach mal die letzten Nullen gestrichen. Vor ein paar Jahren haben sie mal die letzten drei Nullen auf jeden Schein gestrichen. Ja, Okay. Inflationsmaßnahme so in die Richtung. Wir machen unser Geld jetzt einfach weniger wert. Ja. Naja, der Rest ist ja schon alles schon so hoch gewesen, deswegen war es so. Na eh, das ist ja das Gleiche. Da haben sie bei irgend so einem Ding das amerikanische Finanzwesen durchgerechnet und haben einfach gesagt, so, jetzt wie ein Haushalt führen. Und dann tun sie einfach mal halt irgendwie 4 oder 5 Nullen hinten streichen. Und so, jetzt kann man sich die Zahlen wieder vorstellen. Und dann am Schluss, okay, das heißt, du hast jetzt so und so viel miese gemacht. Na, warte, da steht was, der Zimbabwe-Dollar has been suspended indefinitely. Oh. Das ist dann nicht gut. Ich habe noch kein Datum. Aber. Ja, aber gehen wir von ganz unterschiedlichen Preisgeschichten zu Ich anderen bin gerade bei der Preisgeschichten. Reserve Bank of Zimbabwe, also bitte. Na, gehen wir von Zimbabwe-Dollar wieder zu normale Dollar und von Preisgeschichten und Preisen zu Preisen, mit denen wir wieder was anfangen können. Und zwar, wir haben Ja, AMD RX Vega. Ist jetzt sogar schon also unboxed worden auf LTT. ja, und das kommt jetzt überall. Also das ist gerade jetzt, also jetzt kommen gerade wieder die ganzen Informationen zu AMD, also nicht nur Vega, sondern auch Threadripper, aber wir sind langsam leid über alles zum Reden und deswegen hab ich gesagt, jetzt machen wir nur mehr Vega. Also ich möchte halt nur Vega behandeln und da gibt es endlich konkret Preise, weil bei Threadripper, doch gibt es auch schon Preise. Das ist Threadripper? sowas. Ja, Tausende an gibt's guten. auch. Ja, das stärkste. Ja. Aber geht runter bis auf $500. ich glaube, ja.
Aber so viel wie der der Ryzen 7 1900X, glaube. Der kostet nur 50, 20 oder $50 mehr, der Threadripper. Ja, was aber Und ziemlich geil ist und ihn zum richtig geilen Value macht. Weil du ist eh hast mehr nämlich dann Value deine als der andere. 64 PCIe Lanes, gell? Nicht nur das, du hast Quad-Channel-Memory. Ja, genau. Der andere hat nur Dual-Channel. Also Yep. du hast halt lauter kleine Miner-Gains, die was halt die $20 oder sowas, das jetzt mehr sind, rechtfertigen würden. Mehr als. Du brauchst aber ist teurere Motherboard. Das heißt, im Grunde spricht das in Preis auch wieder eine. Ja, aber es ist, finde ich, nicht so dramatisch jetzt. Ja. Also ich finde eigentlich, ich finde es recht lässig. Finde ich aber für mich gerade nicht so interessant, weil ich weiß, ich will mir jetzt gerade keinen Rechner mit Ryzen 7 zusammenbauen. Threadripper, Dafür. 16 Kerne. Nein, den auch nicht. Ich habe kurz damit geliebäugelt und dann haben wir gedacht, nein, ich habe erst einen Rechner mit einem i7 6700, wo ich nur, aber habe erst den vor einem Ja, halben im halben Jahr. Jahr jetzt, ja. Dreivierteljahr zusammenbaut, ich kann nicht schon wieder, also ich kann ihn nicht rechtfertigen, den muss ich dann wirklich selber zahlen. Aber was mir ein bisschen weh tut, ist jetzt, damit wir wieder zurückkommen zum Vega, die Preise von RX Vega, die sind ein Hammer. Wenn ich sage, der erste wassergekühlte Variante kostet $600 Soll aber und die 400 Watt brauchen, gell? Ja, puhu. Das ist der Naja, einzige die Nachteil. anderen beiden brauchen 150. Ja, sagen wir so, ja, das ist jetzt, finde ich, okay. Na, 300. TDP ist 300. Warte, da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Auf der Seite, die wir haben, ist schon TDP 300 bis 375. Also, es ist jetzt nicht. Ich habe bei der RX 480 geschaut. Sorry, ich bin da die Dinge durchgegangen. 150 und 400 Watt. Da denke ich mir so, okay, das sind ziemliche Sprünge, aber na, da ist die RX 480 mit verglichen worden. Ja, und ich finde aber trotzdem einfach, die teuerste kostet 600 und bewegt sich aber so auf dem Level 1070, 1080. Und wenn man ich sage, eigentlich für mich fast interessanter, also mir gefällt die Vega 56 fast besser, weil die kriegst du ja für lächerlich für $400. Ja. Ist wohl eine Spur schwächer, aber trotzdem. Für Es 400 ist. Dollar Akkorden, die was vor allem, wenn ich mir denke, gerade immer im Hinterkopf, ich tat fürs Rendern und Simulieren, habe ich es halt im Hinterkopf und denke mir so, hat das nicht CUDA-optimierte Simulationsgeschichten, dann tat ich mir die zweimal kaufen, fertig. Ja. Aber leider sind die CUDA-optimierten, das tut mir irgendwie gerade so weh. Wie ich das gesehen habe, wenn Release davor, habe ich mir so gedacht, so, boah, so geil. Günstig, also günstig, sagen wir mal so, es ist nicht so extrem teuer. Und ja, und halt die Performance ist eigentlich echt gut und sie haben viele Optimierungen drinnen hinsichtlich also DirectX 12 und Vulkan. Ja, natürlich, das ist jetzt ja auf das ziemlich hin optimiert. Ja. Und deswegen, also sie klingt so cool, einfach einmal, wenn du das hörst. Ja. Und der einzige, was bei mir der Wermutstropfen ist, dass man die Software, für die das am ehesten brauchen könnte, dass CUDA optimiert ist. Ja, Das das ist dann bitter. du hast HBM2 Memory, also wirklich gerade das Ich wollte Beste auf vom den nämlich Besten. gerade noch hin, ja genau. Du hast nämlich andere Grafikkarten außer RX Vega derzeit, was da denn Memory geben, sind irgendwo Ja. bei 8000, Ist die 9000 Dollar oben. Nvidia Quattro M6000, glaube ich, fängt Ja. damit an. Das ist eine $6000 Karte oder Okay, 4000, dann. wenn du es günstig siehst. Sie ist trotzdem, im Vergleich dazu kostet es Zehnfache. Ja, eben. Und mit dem Memory Cache halt auch viel anfangen. Ja, und du Wasserkühlen, hast Overclocken eher. und gib ihm.
Es ist ja schon, also sie geht eh um einiges auf. Ich finde aber so cool, dass 16 GB Onboard Memory haben. Also 60 GB, 16 GB Grafikspeicher. Das Ja. ist wirklich, die Karten ist nicht ausgelegt, also nicht hauptsächlich für Spieler und Gamer gemacht, sondern das ist für Content Producing und Co. gemacht schon. Ja, Das macht so aber, lässig. ein fettes Aber, du kriegst die Karte derzeit nicht ohne ein Package. Richtig. Das Das ist gerade, ist. ist fette, fette Aber, weil AMD, man muss es ja so sagen, und da muss ich jetzt fast den Linus zitieren, weil ich habe mir nämlich von ihm das ganze Ding angeschaut, er hat nämlich auch gesagt, die Preise findet er super, die Karte findet er super, und das war bei ihm auch ein großes Aber. Man kriegst derzeit nur in einem Package, wo du dann ein teures Motherboard dabei hast, einen teuren Prozessor, also gutes Zeug eigentlich. Und das ist halt dann alles sehr gamermäßig verpackt. Das Ganze natürlich. Alle Pakete und so weiter. Es ist sehr Team Red-lastig. Ja, Du kriegst natürlich Team Red alles von lastig. Erna auf einmal. Ja, aber sie geben da zum Beispiel RX Vega oder sowas und so ein Medium Threadripper oder sowas im Bundle und so ein Blödsinn, weißt? Ja, du kriegst Vergünstigungen dann drauf in diese Bundles und Co. Ja, ich weiß, ich hab's eh Ja. gesehen. Es klingt echt, es klingt okay, weil es feiert mich an, dass ich mal, ich möchte, wenn ich mal keinen neuen Rechner bauen will, Würde man sondern die meinen Karte gerade alten nicht kaufen? auf. Die kann ich mir nicht kaufen. Ja. Weil ich es nicht krieg. Wenn ich die nur aufrüsten, geht's nicht. Na eben. Und AMD, um jetzt noch ein Zitat zu bringen, hat da das Herz am richtigen Fleck, dass sie einem Gamer die gute Karte geben will. Anstatt dass er jetzt die Karten dann die ganze Zeit an alle Bitcoin-Miner und sonstige Sachen wieder ausgeschmissen werden. Naja, das haben sie mit der RX 480 und RX 580 bewiesen. Ja, eben. Sie haben da einfach wieder die. Sie wollen es vermeiden. Ja, sie wollen es vermeiden, dass es wieder so abläuft, weil AMD hat halt einfach die. Ja, Bang for your buck Performance, wie es der Linus einmal so schön sagt, da zusammengetan. Und jetzt lasse ich die Linus-Zitate. Sie Na, haben ich halt finde einfach es. auf viele Sachen geschafft, den Speedboard so zu kriegen. Sorry. So. Nein, nein, es ist, was du, es ist, ich finde es immer noch cool, ich finde es halt einfach nur, jetzt merkt man langsam, jetzt wo die Hardware wieder richtig schön aufholt, auch von AMD, merkst einfach, dass manche Sachen, also dass in den letzten Jahren von der Softwareentwicklung einiges hergeben haben, weil halt früher die Karten nie die Leistung gehabt haben, was manche Leute braucht haben. Und da hat Ja. leider Nvidia nur die Nasen vorn, weil die ganze Software für Nvidia optimiert ist. Und bis das neu optimiert wird, oder ja, dauert sicher noch ein Jahr oder ein halbes Jahr auf jeden Fall, falls Na, überhaupt gemacht wird. eben. Deswegen, die Karten klingt am Papier so cool. Und ich bin echt gespannt, wie sie die verkauft. Weil, wenn es ja einer nicht wünschen würde, ich habe immer noch Bedenken, ob die jetzt wirklich sich gut verkauft oder ob das halt jetzt der erste Schritt in die richtige Richtung ist und dann, aber es dauert sicher, aber vielleicht dauert es noch ein, zwei Generationen. Ja, aber ich glaube, mit die Preise, die sie haben, sind sie kompetitiv und mit die Ellbogen voll dabei. Ja, eh, aber jetzt ist der Punkt, das muss dann Software nachziehen. Weil wenn manche Software, die halt, es war, ich darf mir wünschen, weil ja mittlerweile auch die ganzen GeForce-Karten und so, also Nvidia, die ganzen Consumer-Grade-Sachen und Enthusiast-Grade sind doch schon so gut, dass du wirklich kommerzielle Sachen und Co. machen kannst. Ja. Mittlerweile. Also Rendering-Sachen oder Machine Learning. Oder sonst irgendwelche komplexen Berechnungen, wofür du früher sonst immer Quadro-Tesla-Karten und sowas braucht hast. Ja. Die sind akzeptabel auf DNA. Und ich denke mal, sie haben da genau diesen Sweet Spot getroffen mit Preis-Leistung, sind super und sie können das genauso gut erledigen. Aber Ich wollte mich gerade sagen, du rutschst immer weiter oben. ja, ich hab's gerade selber mitgekriegt. Im Video war schon leider das Kinn an der Unterkante von der Kamera. Ja, und es ist aber irgendwie immer noch mit,
Ja, jetzt haben sie die Karten, jetzt gibt es die Hardware, aber wenn die Software noch nicht bereit dafür Ja, ist das wieder aber. so, ach Gott, ich vergunne sie noch so, aber ich bin echt gespannt. Ich bin wieder am bisschen bremsen, abwarten, wie dann wirklich die Verkaufszahlen sind, weil es klingt gerade wieder zu gut, um wirklich wahr zu sein. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Schauen wir mal, wann das dann aufhört, dass du es einmal im Package kaufen kannst. Und dann werden wir es uns erst richtig anschauen können, weil dann werden die Leute zuschlagen, was es als Upgrade hernehmen wollen. Und die Bitcoin-Miner und sonstige natürlich wieder. Ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt so interessant ist für Bitcoin Mining. Sie wollten es eben verhindern, deswegen ich habe mich mit Sie wollen Bitcoin es Mining verhindern, das war schon klar, aber nicht mehr wenn ich denke, beschäftigt. 4,80, 5,80, die kostet die Hälfte und hat aber energiemäßig ist besser. Ja, das stimmt, das stimmt. Da ist dann die Frage, kann ich nicht, wenn ich. Sollten nicht vielleicht zwar schwächere Karten, die die gleiche Leistung brauchen, in dem Fall nicht fast mehr schaffen? Da ist dann auch wieder die Oder? Frage, naja, wahrscheinlich leistungsmäßig und sozusagen Leistung pro Berechnung, naja, wahrscheinlich schon besser, ja. Aber wenn du da jetzt denkst, du Wollen auch, baust wenn du da die einen Flops Server, der was anschaust. mehr rechnen kann, wo da aber die Leistung wurscht ist, ein bisschen mehr wurscht. Naja, das ist ja immer beim Mining ist ja viel Leistung auch drauf gewesen. Ja. Weil das Einzige, weil der 24/7 rennt. Ja, eben, eben. Aber sehen wir dann. Ja, aber ich glaube, damit haben wir es für heute, oder? Ja, An voll. kurzen Podcast, den mal. 26 Naja, Minuten so sind kurz eh ist das er eh Ende. nicht. Ja, eh, wir haben schon kürzere gehabt, mit mehr Themen. Richtig, das für zwei Themen haben wir sie eh lang unterhalten. Ja, waren zwar gute Themen scheinbar. Deswegen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und das war's schon wieder von uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.